Ich bin Ingeborg Illing, bin geboren am 14. Dezember 1921 in Magdeburg und wohne jetzt in Salzgitterbad. Als Architekt hat mein Mann wohl gedacht, wenn ich für andere Häuser baue, möchte ich für mich selber auch eins bauen. Und da haben wir dann diesen Bauplatz hier uns angeguckt und haben gesagt, wäre schön, wenn wir das schaffen. Und fürs Bauen musste man ja eigentlich auch Geld haben. Aber wir hatten gar kein Geld. Dann haben wir gesagt, wie kann man bauen ohne Geld? Und da hat mein Mann seine Rente, die Behindertenrente, für 10 Jahre kapitalisieren können. Und das war unser Geld fürs Bauen.